So, Manuel Neuer ins Tor? Manuel Neuer auf jeden Fall, klar. Und Innenverteidigung seid ihr euch auch sicher, oder? Da haben wir jetzt den Experten hier. Der beste Linksverteidiger, den wir haben, ist eigentlich der Lahm, der Philipp Lahm. Aber die Frage ist halt, dass er natürlich auch rechts oder auf der 6 spielen könnte. Deswegen wäre eigentlich aus meiner Sicht momentan der Jansen, der ein bisschen die Nase vorne hätte. Und die Innenverteidigung? Mertesacker Boateng. Wer spielt da rechts? Ja, der Lahm. Ich würde Innenverteidigung vielleicht auch Hummels nicht vergessen. Also, wenn Hummels wieder fit wird, glaube ich, dass er spielerisch einer der stärksten ist. Vor allen Dingen Spieler. Ja, dann könnte der Boateng auch rechts spielen. Dann könnte der Boateng rechts bringen. Dann wäre, ja. Lahm, seid ihr euch alle sicher auf der 6? Also, für mich ist der Philipp Lahm auf der 6. Ich weiß nicht, da fehlt mir ein bisschen die Größe, weil auf der 6 muss man auch viel wegmachen. Also, von daher. Wir haben mit der Philipp Lahm rechts eigentlich fast lieber. Ich würde den Großkreuz mal nominieren. Der kann überall spielen. Der kann links. Nee, ernsthaft? Ja, ist wirklich gut, ja. Hat eine super Hinrunde gespielt, egal auf welcher Position. Hinten rechts für Piszczek. Der kann auch links spielen, sagen sie alle. So einen brauchst du in so einem Turnier. Normalerweise, ja. Oder? Also das würde funktionieren. Ja, außen hat man natürlich viele Möglichkeiten. Mit Müller, mit Reus. Auch Götze kann über die Außen kommen. Man hat noch, wen haben wir denn noch alle? Schürrle. Also offensiv ist nicht das Problem. Özil haben wir noch vergessen, der auch noch spielen muss natürlich. Dann vorne Klose, Gomez. Also offensiv haben wir nicht das große Problem. Aber die größten Probleme haben wir wirklich auf der sogenannten Sechserposition, weil nicht nur, wir haben jetzt Schweinsteiger und Kedira, dann Gündogan fehlt ja auch schon sehr lange. Also ob die jetzt die Form erreichen bis dahin, fit werden überhaupt. Ich wünsche den Jungs das, aber ich glaube... So ganz vorne Klose oder Gomez spielen lassen? Im Moment keinen von beiden, weil sie beide nicht fit sind. Nee. Ich habe mich immer für Kießling eingesetzt und deswegen, das wird natürlich wahrscheinlich kein Happy End geben, aber ich finde Stefan Kießling einfach gut. Ist ein Mannschaftsspieler. Ich glaube, wenn er auch noch bessere Vorlagen als in Leverkusen bekommt, würde er auch in der Nationalmannschaft seine Tore machen. Also ich würde den nicht außer Acht lassen, weil so einen brauchst du. Guter Typ. Wichtig ist auch mitzunehmen, Charaktere, dass sie bei Laune sind, dass die auch, wenn sie nicht spielen, voll dabei sind. Ich glaube, das ist bei einer WM unheimlich wichtig. Und da wäre der Kießling schon einer, glaube ich, wo der nicht hinten oben irgendwas versucht, Stimmung zu machen, sondern der einfach voll mit dabei wäre.